So, es geht in den Urlaub. Und in den Urlaub will man sein Tablet natürlich ungern ohne irgendeinen Schutz mitnehmen. Deshalb dachte ich, seit langer Zeit habe ich schon eine Tasche für 8 Zoll Tablets auf meiner Wunschliste gehabt und habe gedacht, jetzt kaufe ich das Teil einfach mal pünktlich, bevor es dann in den Sommerurlaub geht, damit mein Tablet etwas Schutz hat. Und ich dachte, ich lasse euch einfach daran teilhaben, damit ihr auch wisst, wie gut eigentlich die Tasche ist oder wie schlecht die Tasche ist. Es ist eine Tasche, die für rund 11 Euro zu kaufen ist bei Amazon und die Ecken sind mit Klettband befestigt. Das heißt, ich hole jetzt mal das Tablet, so im Auslieferungszustand, wie es jetzt ist. Sieht man hier schon, passt es erstmal nicht rein, sondern es muss erst noch angepasst werden. Und jetzt schauen wir mal, wie gut man das anpassen kann. Dazu werde ich jetzt die Ecken erstmal hier abnehmen. Und dann möglichst weit am Rand wieder dran setzen, weil ich denke, ich brauche hier wirklich die maximale Größe. So, probieren wir mal. Ganz an den Rand. Jetzt können wir ja schon mal gucken, wie weit es hier passt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das passt von der Breite her. Das heißt, wir machen jetzt unten nochmal das Gleiche. So, Ecke lösen. Beiden Seiten. Und ich werde in dem Fall einfach die Ecken direkt dran machen und dann das Tablet nach unten bewegen. Dann klebt das Ganze ja automatisch an der richtigen Stelle, nehme ich mal an. So, probieren wir das Ganze mal aus. So, damit ist das Tablet erstmal in der Tasche ganz gut drin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das heißt, das Ganze kann ich auch so zuklappen. Ich komme noch an alles ran, also hier an alle Anschlüsse, hier oben an die Knöpfe. Hier sind keine Anschlüsse und es gibt hier so ein Band, mit dem ich das Ganze auch noch verschließen kann. Sieht auch ganz nett erstmal aus. So, die Frage ist nur, wie stabil ist es? Ich habe jetzt das Gefühl, dadurch, dass hier unten jetzt nichts ist, ist es eher etwas instabil. Wir machen das Ganze nochmal auf. Vielleicht müssen wir doch die Ecken anders anbringen. Ja, vielleicht sollte ich von hier unten ausgehen und sie in die unteren Ecken bewegen. Okay, machen wir das Ganze nochmal ab. Und bewegen uns vielleicht dann eher in die unteren Ecken. Also nochmal alles schön abmachen. So, ich nehme die unteren Ecken diesmal. Fangen wir denen an. Hoppala, da ist eine Ecke runtergefallen. So, ich drehe das Ganze mal um und fange mit den unteren Ecken an. Ja, das ist ganz gut. Jetzt setze ich oben die Ecken an. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Ne, so rum. Jetzt das Ganze nach unten drücken. Das ist etwas zu locker geworden. Moment, muss ich nochmal korrigieren. So, jetzt ist er wieder eingepackt. Band drumherum. Ja, es sitzt der unten stramm dran. An die Anschlüsse komme ich auch weiterhin noch dran. Hier sind sie etwas versenkt jetzt, aber wenn es offen ist, komme ich ja trotzdem gut dran. Jetzt habe ich es eher hier oben etwas wackelig, weil hier oben das nicht ganz ausgefüllt ist. Aber es macht einen stabileren Eindruck wie vorher, wie es hier unten leer war, hier unten nichts war. So, jetzt schauen wir nochmal, wenn wir ihn aufmachen. Kann ich ihn da auch wieder rausholen? Ich glaube, zum Rausholen muss ich die Ecken... Ah, doch, es geht auch so. Ich muss die Ecken nicht lösen. Ich kriege ihn auch so raus. Kriege ich ihn auch so wieder rein. Ja, also so kriege ich ihn auch wieder rein. Ja, Tasche sieht ganz gut aus. Das kann ganz variabel angepasst werden. Aber ganz ehrlich... Es ist für 11 Euro eine günstige Lösung, ist für mehrere Geräte verwendbar.
ist da recht flexibel, aber so richtig das Nonplusultra ist es irgendwie dann doch nicht. Ich werde mal ein bisschen Erfahrung sammeln mit der Tasche, aber da muss ich ja immer noch sagen, das ist etwas, was mich gerade bei diesen 8 Zoll Tablets stört, dass es da einfach keine perfekte Tasche für gibt. Deshalb habe ich eigentlich, wenn ich unterwegs bin, immer noch, obwohl mir das Gerät ansonsten nicht so gut gefällt, immer noch den HP Stream 7 in Benutzung, weil es für den halt eine perfekte Tasche gibt. Und ja, die Tasche macht es da einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der passt prima in die Hosentasche, ist gut geschützt, passt perfekt, ich komme an alle Knöpfe dran. Ja, das ist eine Notlösung, aber so richtig glücklich werde ich damit wahrscheinlich nicht werden. Ich werde es jetzt mal ausprobieren in der nächsten Zeit und dann mal sehen, zu welchem Resultat ich komme. Ja, was natürlich auch noch dazu gehört, das hätte ich jetzt beinahe vergessen zu erwähnen. Ich kann hier auch das Gerät, die Tasche auch benutzen, um den Tablet in verschiedene Stellungen zu bringen. Also dazu kann ich einfach hier nochmal das ablösen. Das ist mit Klettband hier nochmal befestigt. Kann das Ganze dann so benutzen und hier mit dem Klettband an einer beliebigen Stelle befestigen. Und habe auf die Art und Weise dann die verschiedenen Stellungen, in der ich es nochmal benutzen kann. Vielleicht auch etwas flacher oder vielleicht auch etwas mehr hochkant. Und auf diese Art und Weise kann ich über verschiedene Positionen das Tablet auch stehen lassen.